Hi, ich bin Tina vom St. Georg und ich möchte heute zusammen mit euch ein Paket auspacken. Das haben wir von der Firma Nuweg zugeschickt bekommen. Es ist ziemlich groß. Es war ziemlich schwer, das hier reinzubekommen, aber es ist da. Zu der Verpackung, die ist komplett recycelbar. Selbst die Palette unten drunter besteht zu 100% aus Papier. Und was drin ist, das wollen wir jetzt mal sehen. Wir haben das Paket für euch ausgepackt. Drin versteckt hat sich der Heubedampfer der Firma Nuweg. Auf den ersten Blick eine recht robuste schwarze Kiste. Obendrauf sieht man direkt eine Temperaturanzeige, die ersten Tipps mit QR-Code. Dahinter versteckt sich die Gebrauchsanweisung und es soll alles ganz leicht zu benutzen sein. Wir probieren das jetzt mal aus. Machen wir den Bedampfer mal auf. Hier vorne sind zwei Metallspangen. Klappt man nach unten und dann geht es auf. Die Hydraulik hilft einem ganz offensichtlich. Es geht ziemlich leicht und der Deckel hält auch oben. Bevor wir sehen, was drin ist, sieht man hier oben schon ein Metallrohr, wo der Dampf später durchkommt. Hier haben wir noch ein Heft oder ähnliches. Ich schau da mal rein. Das ist ein kleines Paket mit einer Blitzanleitung, Sicherheitshinweise, eine Identifikationskarte, die Garantie und ein kleines Dankeschön von Nuweg. Gucken wir mal in die Blitzanleitung. Auch hier nochmal der QR-Code für die schnelle Hilfe, wie das Gerät zu benutzen ist. Dazu schon recht einfach in 3 bis 4 Schritten, was ihr machen müsst, um den Heubedampfer startklar zu bekommen. Innen drin versteckt sich noch ein zweites Paket, das hole ich jetzt mal raus. Dieses Paket wiegt schon ein bisschen was, aber man schafft es alleine, das da rauszuheben. Und es fehlen noch ein paar Gerätschaften, um den Bedampfer in Gang zu kriegen und die erwarte ich jetzt hier drin. Schauen wir mal in die Wanne, was sich unter dem zweiten Paket versteckt hat. Von draußen kommt durch die Rückseite der Wanne ein Schlauch, der teilt sich in der Mitte in beide Richtungen und durch weitere Metallrohre, wie sie hier oben auch schon sind, wird der Dampf in der Wanne verteilt. Das ist ein 360-Grad-Bedampfungssystem. Und beim Bedampfen sind wir hier schon bei genau dem richtigen Stichwort. Darum geht es nämlich um, laut Nuweg, 93% aller Keime, die sich im Heu befinden, abzutöten. Das ist gut für Allergiker, Asthmatiker. Wenn ihr sowieso euer Heu bewässert, dann kann ich euch sagen, das Bedampfen ist sehr viel wirkungsvoller. Wie wir den Heubedampfer zum Laufen kriegen, das schauen wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal in dieses Paket. So, jetzt haben wir hier ein bisschen weiteres Verpackungsmaterial. Ein Wasserkanister, um später den Dampf herzustellen. Und den Dampfgenerator. Und eine Schale ist auch noch drin. Im Boden der Wanne ist ein Loch. Damit das Wasser in diese Wanne läuft, kann man die da drunter schieben. Wir haben jetzt hier noch zwei ganz wichtige Dinge, um den Heubedampfer überhaupt zum Laufen zu bekommen. Das ist einmal der Wasserkanister. Den könnt ihr mit ganz normalem Leitungswasser befüllen. Und das ist der Dampfgenerator, quasi das Herzstück des gesamten Kreislaufs. Ihr könnt den Dampfgenerator mit diesem Schlauch ganz einfach hier an den Wasserkanister anschließen. Das wird zugedreht. Den Generator verbindet ihr hier vorne mit dem Heubedampfer. Das ist ein Kabel, das auf der Rückseite des Bedampfers liegt und dann einfach hier vorne angeschlossen wird. Und mit dem Strom verbindet ihr den Generator über dieses Kabel. Das kommt in eine ganz normale Haussteckdose, kein Starkstrom, und dann wird der Generator über diesen Knopf hier vorne angeschaltet. In die Wanne passen ca. 30 bis 35 Kilo Heu. Das könnt ihr da entweder als Ballen reinpacken oder in Heunetzen. Ihr braucht dazu allerdings spezielle hitzebeständige Heunetze. Die hat Nuweg uns hier jetzt mitgeschickt. Da passen 9 Kilo Heu circa rein. Bei normalen Heunetzen ist das Problem, dass sie nicht hitzebeständig sind, vielleicht schmelzen oder dass halt Metallteile dran sind, die einfach zu heiß werden. Okay, dann packen wir die Netze mal hier rein. Mit 9 Kilo, die in ein Netz passen sollen, habt ihr übrigens eine Tagesration Heu für euer Pferd abgedeckt. Mit einmal Bedampfen schafft ihr also 3 Tagesrationen.
schauen wir mal, wie das passt. Die drei Netze sind drin. Es sollte möglichst gleichmäßig verteilt sein und dann kann es losgehen. Ein Vorgang, um das Heu komplett zu bedampfen, dauert ca. 75 Minuten. Wenn es mal länger dauert, ist es kein Problem. Das Gerät kann nicht heiß laufen. Und wenn der Wasserkanister alle ist, dann geht es sowieso aus. Wenn ihr mehr über den Heubedampfer wissen wollt oder ihn auch kaufen möchtet, dann könnt ihr das auf nuweg.com. Dieses Gerät macht sich jetzt auf den Weg zu unseren Kolleginnen von Mein Pferd. Da wird es ausgiebig getestet. Und wie das gelaufen ist, das könnt ihr dann in der Mein Pferd lesen.